So, mal schauen. Na, okay. So, da sind wir wieder in der Hauptteile. Hey, hast du schon was gefunden auf den Kameras? Wahrscheinlich nicht. So, das nehmen wir mit. Kombinieren das mit dem hier und benutzen das gleich mal so. Das behalten wir vorsichtshalber. Ja, wir behalten mal alles. Wir haben eh noch 3 Inventarplätze frei. Das grüne Kreuz behalten wir auch. Und außerdem kommen wir dann eh. Ich denke mal, die Dunkelkammer ist auch wieder ein Safe Room. Falls wir da reinkommen, das weiß ich eben noch nicht. Aber ich denke mal schon. Und dann können wir da wieder abladen. So, mit dem Sturmgewehr sind wir ausgerüstet. Wir können weiter. So. Irgendwann fällt der runter. Das weiß ich jetzt schon. So. Wobei, wenn der jetzt runterfällt, dann müsste irgendwer kommen und den wieder aufhängen. Weil bei Claire hängt der wieder runter. So. Dadurch, dadurch, da war Cap. Und da müssen wir weiter. Okay, gut. So, wo gehen wir lang? Wir könnten wahrscheinlich ins Büro. Westseite, kommen wir da wirklich rein? Ich meine, es wäre cool. Mal schauen. Die Tür ist eingezeichnet auf der Map zumindest. Oh. Hi. Einer allein ist mir egal. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Wir kommen wirklich ins Westbüro. Ah. Benutzen wir gleich. Zielfernrohr, Sturmgewehr. Oh, nice. So, kombinieren. Oh, cool. Oh, nice. Okay, cool. So, streiche ich aus gleich. Upgrades habe ich auf meiner Liste notiert. Können wir streichen. So. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, eine... Kollege, du hättest auch Beine. Aber gut. Irgendwas finden wir hier noch. Da oben war eine Mr. Raccoon-Figur. Da ist jetzt nichts mehr. 20. September. Festnahmebericht. Name Rodney Gray. Beruf arbeitslos. Ehemaliger Elektriker. Tatverdacht. Illegale Herstellung und oder Besitz von Sprengstoff. Schilderung. Der Verdächtige wurde beobachtet, wie er sich am 18. September 1998 nahe Box St. 1442 auffällig verhielt. Also doch 1998, okay. Bei dem Poster war vorher 1997, war das Jahr 1997 vermerkt, glaube ich. Okay. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen und es wurde ein kleiner Sprengsatz sowie ein Zeitzünder in seiner Innentasche gefunden, was zur Festnahme mit dem obigen Tatverdacht führte. Bei einer Hausdurchsuchung der Bleibe des Verdächtigen wurden 20 weitere selbstgebaute Sprengsätze in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gefunden. Der Verdächtige war extrem agitiert und nicht bei vollem Verstand. Er sprach fieberhaft, als die Befragung begann. Einmal musste die Befragung wegen eines plötzlichen Kreischens des Verdächtigen unterbrochen werden. Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, machte der Verdächtige folgende Aussage. Ich hab's nicht für mich gemacht, sondern für euch. Warum kapiert denn das niemand? Die Leichen greifen aus der Dunkelheit an. Ein Sturm zieht auf, aber der Regenschirm taugt nicht. Man muss ihn in die Luft jagen oder ihr werdet mehr als nur nass. Wir brauchen mehr Bomben. Sie kommen, sehr bald schon. Müssen uns beeilen. Verbrennt die Leichen, verbrennt sie gut. Während der Befragung begann der Verdächtige sich heftig zu schütteln und setzte dann seinen Schreianfall fort. Die Befragung wurde beendet und ihm wurde ein Beruhigungsmittel verabreicht. Notiz. Aufgrund des instabilen psychischen Zustands des Verdächtigen änderte sich seine Aussage von Moment zu Moment. Sein Delirium machte jeden Dialog unmöglich.
Wir warten derzeit auf das Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung seines Zustands. Die Sprengsätze von seiner Person und seiner Bleibe scheinen extrem kraftvoll. Als Sicherheitsvorkehrung wurde bei der Beweisaufnahme die Batterie eines Zünders entfernt. Die Batterie wird im Schließfächerraum verwahrt. Wes Drucker. Vernehmender Beamte. Gut, okay, also wir finden Sprengsätze, Batterien in dem Schließfach. Raum, okay, so, das war das hier. Gut. Oh, Marvin, sein Büro. Sein Schreibtisch. Da haben wir wieder das Welcome Leon-Schild, genau. Weil ich übrigens gerade Welcome Leon lese. Wieso kommen wir da nicht durch? Ich meine, klar, wegen den, weil wir den Schlüssel brauchen, aber gut. Der neue Resident Evil-Film soll ja nicht so gut sein. Leider. Ah, sehr nice. Sehr nice. Gleich kombinieren. Ah, finden immer noch etwas. Okay. Da haben wir mal eine Blutspur. Da drin war ein Tresor und da ist wieder ein Tresor. Ob das wohl der gleiche Code ist wie in Resident Evil 2? Ich meine, nee, ich weiß nicht. Wo fanden wir denn nochmal? Das weiß ich leider auch nicht mehr. Okay, mal schauen, vielleicht finden wir das nochmal. War das nicht in irgendeiner Broschüre oder so? Ich weiß das leider echt nicht mehr. Aber gut, das heißt, dieser Raum ist auf jeden Fall noch rot. Wegen dem Tresor. Genau. Das heißt, wir müssen sowieso wieder raus. Und können jetzt mal... Ist das... Wie ging das? Ah, okay, das ist das mit der... mit zweimal der Taste drücken. Okay. Mist. Verschlossen. Oh. Okay. Das heißt, da brauchen wir irgendwas, einen Schlüssel oder so wahrscheinlich. Okay, da ging es jetzt nirgendwo weiter, ne? Da ging es nicht mehr weiter, da kommen wir zurück. Okay. Das heißt, geht nur noch da weiter. Oh. Alter, warum? Reicht's mir aber. Okay, dann gehen wir zur Dunkelkammer. Ah, an dieses Fenster kann mich noch erinnern. So. Okay. Cool. Okay, ist das auch wieder ein Sebum. Sehr nice, was haben wir da? Internes... Ah, okay. Internes Memo. Warte mal ganz kurz. So. L9 R15 L7. Gut, das haben wir notiert. So, und internes Memo, dann streichen wir das auch gleich von meiner Liste. Auch erledigt. So, okay. Internes Memo. 22. September 1998. Interne. Oh, sorry. Verlegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit 3-Zahlen-Schloss. Vom Stars-Büro in 2F ins Büro Westseite 1F verlegt. Die Kombination lautet links 9, rechts 15, links 7. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. RPD-Hausmeister. Ich glaube, genau das, denselben Akt haben wir auch gefunden mit Claire, kann das sein? Könnte gut sein, ne? So, okay. Nehmen wir das Licht mal an. Irgendwer dreht sowieso wieder ab und Claire dreht wieder auf. Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Das wäre cool. Irgendwas finden wir aber da noch. Zumindest ist der Raum. Oh. Der Raum ist noch... Oh, ah, da. Oh, noch ein rotes Kraut. Sturmgewehrmunition. Immer, wird immer gern gesehen. Und jetzt ist der Raum grün. Nee, blau. Gut, dann verstauen wir das mal. Oder nehmen wir es mit. Nehmen wir es mit.
Nebelverstand. gut. Und dann speichern wir mal ab. So. Und dann gehen wir gleich zurück zum Tresor und holen uns den Inhalt. So, kurz trinken. So. Ich wollte gerade sagen, der steht sicher wieder. Jetzt nicht mehr. Wie kommen wir da durch? Ich will da durch. So. West Office. So. Einmal da. So, was hatten wir da? Links 9. Ah, nee. Sorry. 9. So, dann haben wir rechts 15. Und links 7. Ich hätte theoretisch... Warte mal. Mich interessiert kurz was. Oh, cool. Okay. Der Tresorcode in der Stadt, wo wir den Code in der Apotheke gefunden haben, sehe ich gerade, war fast der gleiche. Nur statt R15 war R3. Und... Genau. Ich schaue gerade meine Notizheftchen nach. Also der Code ist tatsächlich dasselbe wie in Resident Evil 2. Cool. Hätte ich da gleich nachschauen können. Und zusätzliches Inventar. Sehr schön. Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut, dass wir das haben. Sehr schön. Okay. Gut. Der Raum. Okay, irgendwo sind wir aber da noch. Muss ich mich hier aber nochmal genau umsehen? Ah, da vielleicht? Ja. Oh, Sturmgewehrmunition. Okay, also mit Munition wären wir da ganz gut ausgestattet. So, und jetzt ist aber da der Raum blau. Und jetzt können wir... Ah, nee. Falsch. Da. Genau, da geht's weiter. So, und jetzt... Ganz schön krank, Kopf zu erschießen. Naja, hilft leider nicht. Wenn die schon tot sind... Ja. Okay, wir gehen darauf. Wir müssen ins Stars-Büro. So. Carlos, das Stars-Büro ist geradeaus. Verstanden. Was, das Stars-Büro ist oben? Hat er gerade gesagt, oder? Ich muss einfach... Möglichst kommen wir da eh gleich nicht mehr weiter. Okay, was finden wir? Oha. Schlüssel für die Schließfächer. Perfekt. Perfekt. Ah, okay. Und da geht's. Ging's da weiter mit Claire? Sicher, da ging's irgendwo hin. Oh, da haben wir noch. Ah. Warte mal. Da haben wir. Cap. Nee. Okay. Dann war das wohl woanders. Und hier irgendwo ging es durch. Da war die Wand kaputt mit Leia. Oh, Pistolenmunition. Okay, nehmen wir auch mal mit. Okay. Ah, dann war im Duschraum, da war auch noch ein Schließfach, das verschlossen war. Und ich glaube, da benötigten wir den Code. Alter! Das hast verdient. Ich glaube, ich möchte jetzt nochmal zurück kurz zum Wiesbachraum. Weil ich möchte den Schlüssel benutzen. So. Alter. Der hat mich einmal getroffen, ich bin fast tot. Okay. Gut, das war der Licker.
Danke übrigens an den unseren Kollegen, der uns da gewarnt hat. Oh, okay, gut.